Margot und Günther, ihr habt jeden einzelnen Gast per Handschlag begrüßt und das waren einige Hände, denn das Prinzregententheater ist ausverkauft. Und wie man so hört, hättet ihr sogar noch mehr Karten verkaufen können, ist das wahr? Ja, das stimmt diesmal schon. Wir sind zum vierten Mal jetzt hier und am Anfang der ersten Jahre haben wir schon noch einige Karten übrig gehabt. Aber jetzt würden wir sogar noch welche brauchen. Aber da seid ihr schon auch nicht unschuldig, weil ihr habt uns dann schon ein bisschen geholfen, dann die restlichen Karten zu verkaufen. Günther, bist du aufgeregt auf das Programm? Wenn ich ehrlich bin, ja. Nicht auf das Programm, sondern auf unsere Begrüßung nachher auf der Bühne. Aber wir begrüßen wirklich jeden gerne mit Handschlag, weil es eigentlich alles irgendwie persönliche Freunde sind. Und dass uns die alle so unterstützen, es zeigt uns, dass wir doch auf dem richtigen Weg sind mit unserer Stiftung. Und heute hoffe ich auf ein ganz, ganz tolles Programm und dass die Gäste, die heute kommen, auch alle zufrieden wieder nach Hause gehen. Die Stiftung München Herz setzt sich vor allen Dingen für Münchner ein, denen es nicht so gut geht, wie allgemein in München angesagt ist. Ganz egal, wo die Herkunft her ist, ob das München sind, Migrationshintergrund oder sonstige. Es gibt sehr viele Ecken in München, wo man unterstützen muss, vor allen Dingen die Jugendlichen, die Erwachsenen und was mir persönlich am Herzen liegt, auch die älteren Leute, die unter Altersarmut leiden. Ich muss der Familie Steinberger danken, dass sie sowas auf die Füße gestellt haben. Man muss ja sagen, auch bei allem, was die Landeshauptstadt München tut für die Bürger, die nicht so vom Glück verfolgt sind, dieses private Engagement, dieser Einsatz, der ist unverzichtbar. Den braucht auch eine wohlhabende Stadtgesellschaft in München, weil es so viele gibt, die diese Hilfe brauchen. Das war ein super Abend für mich heute, auch für meine Frau. Wir gehen zwar öfters auch in die Oper oder Operetten, aber das war heute ein ganz besonderer Tag für uns. Im Prinzregententheater hat mein Urgroßvater schon gespielt hier. Und deswegen habe ich auch einen besonderen Bezug dazu. Ich muss sagen, unglaublich tolle Stücke, die sie ausgesucht haben. Und die Familie Steinberg, also das finde ich ein ganz, ganz tolles und bewunderswertes Engagement, sich nicht nur zurückzusetzen, weil sie haben es ja eigentlich verdient. Sie haben ja wirklich ein ganz langes und erfolgreiches Berufsleben hinter sich, sondern dass sie dann auch noch sagen, jetzt möchten wir für das, was sie irgendwo mal erfahren und bekommen haben, vielleicht auch irgendwo etwas wieder zurückgeben. Und das muss ich sagen, ist ganz, ganz bewunderswert. Ich finde es heute ein großartiger Abend, ein fulminantes Programm, gleichzeitig super Künstler. Und ich kann nur sagen, ich habe da größten Respekt davor. Das ist ja ein großes ehrenamtliches Engagement, die Künstler zu verpflichten, die Gäste einzuladen und das Ganze für einen guten Zweck. Also wirklich super.
Stadt hat ja ein Herz, das einen Pulsschlag hat, das die Menschen durch die Straßen drückt. Was macht denn München so aus? Wie würden Sie das Münchner Herz beschreiben? Großartig. Das Münchner Herz ist offen. Freundlich. Es ist unglaublich groß. Gutmütig und loyal. Nicht umsonst heißt es ja auch München, die Weltstadt mit Herz, unser altes Slogan. Der gilt heute noch. Das haben wir jetzt, finde ich, gerade wieder gezeigt beim Oktoberfest bei der Wiesn. Wir sind eine weltoffene Stadt. Das war ein schönes, gemütliches Fest. Und so sind die Münchner und es kommt heute Abend besonders zum Ausdruck. Ja gut, ich bin ja auch hier in München geboren und das ist einfach, denke ich, ein ganz besonderes Gefühl. Es hat eine großartige Tradition in dieser Stadt. Das hängt mit der Geschichte dieser Stadt zusammen, aber auch mit dem Leben und Leben lassen, aber auch füreinander da sein, wenn es drauf ankommt. Und ich glaube, das ist das, was die Münchner, die hier zu Hause sind, besonders zu schätzen wissen. Man kennt sich, man lebt miteinander. Es ist nicht anonym und man hilft sich auch immer wieder. Wir haben das größte Herz der Welt, kann man sagen. München hat das größte Herz der Welt. Das haben wir an der Veranstaltung wieder gesehen. So etwas, glaube ich, gibt es in keiner anderen Stadt wie in München. Das ist nur in München möglich. Damen und Herren, sind bereit? Das ist das Landesjugend-Jazz-Orchester Bayern und die werden jetzt ordentlich einheizen im zweiten Teil von Stars im Prinze. Also ich fand, das war bis jetzt die beste Veranstaltung, die wir gemacht haben. Es war heute speziell irgendwo und zwar es lag am Publikum. Das Publikum war dieses Mal grandios und es ist mitgegangen und ich habe das Gefühl gehabt, ich für mich ganz persönlich habe das Gefühl gehabt, ich kann alles machen, ich kann alles spielen, ich kann einfach wirklich alles auf der Bühne zeigen und ich hatte einfach heute das Gefühl, das Publikum war einfach grandios. Es war ja eine tolle Stimmung im Raum. Der erste Teil war, es war natürlich ein Wagnis, was wir gemacht haben. Von der Oper über die Operette bis zum Jazz. Aber es war halt für jedes Publikum was dabei. Absolut. Ja, nein, das ist das Bayerische Landesjugend-Jazz-Orchester, mit dem wir jetzt heute Abend hier eingeladen worden sind zu spielen. Und in einem so wundervollen Raum zu spielen wie dem Prinzregententheater, ist natürlich eine besondere Auszeichnung auch. Und wir haben uns alle gefreut und es klingt hier so fantastisch, man mag gar nicht aufhören zu spielen. Besseres kann uns eigentlich nicht passieren. Und wenn du den Stein gehört hast, der dann am Schluss gefallen ist. Es war ein ganzer Steinberg. Ja, es war ein ganzer Steinberg, ja. Aber ich fand zum Beispiel auch die Kinder und Jugendlichen von uns, von Neuperlach, die Tanzeinlage gemacht haben und die Rapper, also die sind ja alle von unserer Gruppe praktisch, vom Perlacher Herz und die haben monatelang geübt und ich fand, die haben das ganz zauberhaft rübergebracht. Showende, aber nur für heute. Das GOP-Varieté-Theater mit der Show WET präsentierte die Szene München.